Servus Leute zu einer neuen Folge von Carporilla, diesmal aus Italien. Ich kann es kaum fassen, dass ich hier bin. Ich habe mega Bock, endlich wieder im Ausland zu fischen. Ja, wie ist es dazu gekommen? Mein Bruder hat der ganzen Sache ein bisschen beigewirkt. Und zwar hat er schon immer gesagt, hey, geh mal mit an Po, es ist so geil. Er ist eigentlich seit gut 5 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, jedes Jahr hier 1 bis 2 Mal und angelt aber komplett auf Waller. Er hat es ein paar Mal auf Karpfen versucht, aber nicht wirklich aktiv, nur mal eine Route rausgeschnickt, hat nie was gefangen. Und ja, jetzt bin ich hier auf einmal mit dabei, hat er mich überreden können. Er angelt auf Waller und ich angel auf Karpfen. Das sind 2 Angeleien, wenn man die miteinander vermischt, könnte es blöd ausgehen. Hat man zumindest immer wieder mal gehört. Wir versuchen es jetzt einfach mal, weil die Karpfen verscheuchen die Waller im Drill und viele Schnüre überall hingespannt und Spots zu finden, wo Waller stehen und dann an derselben Stelle auch noch Karpfen, ist einfach schwierig. Und als wäre das nicht schon genug des Guten, haben wir uns auch noch dazu entschieden, unsere Freundinnen mitzunehmen. Man muss dazu sagen, das schränkt das Ganze noch ein bisschen mehr ein. Wir müssen natürlich ein bisschen drauf schauen, dass wir schöne Plätze finden, wo es ihnen auch gefällt. Dafür haben wir mehr Zeit, weil das Essen wird uns natürlich serviert. Und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich hier beim Angeln. Am Platz angekommen, habe ich mir mit meinem Bruder erstmal alles genau mit dem Boot angeschaut. Wo sind die tiefen Löcher und wo kann ich auf Karpfen angeln, wo ist ein Rückstrom. Wir sind mit dem Boot rausgefahren, wir haben direkt geile Wallerstellen gefunden. Einfach richtig geiles Holz, wo die drinstehen müssen, aber dazu erzählt euch der Markus gleich nochmal genauer was.
Was die Karpfenstellen angeht, einfach ein Rückstrom, der direkt vor dem Einlauf hier ist. Und ja, da ist es relativ flach, harter Boden. Und wir haben aber auch einen kleinen Gumpen nochmal, wo ich ein bisschen tiefer fischen kann. Da lege ich meine Karpfenruten rein, eine mit Tigernuss, eine mit einem Snowman. Und ich habe schon gehört, Tigernuss soll hier richtig geil laufen, aber ganz auf Boilies verzichten möchte ich dann doch nicht. Ich habe immer noch die Vermutung, dass da größere Fische draufgehen. Ich habe die Routen jetzt einfach mal rausgeworfen und die Nacht fängt jetzt dann so langsam auch an. Wie eingangs kurz erwähnt, befischen wir heute eher so die Standplätze der Waller, weil die letzte Woche einen kurzen Wasseranstieg hatten, in dem sie gut gefressen haben. Dazu habe ich mir einfach ein paar tiefe Löcher gesucht, in denen Altholz drinnen liegt. Das ist immer recht vielversprechend, da kann man auch schön abspannen. Gerade mit dem Pappelscheiß jetzt da im Wasser die ganze Zeit. Ist es auch echt vernünftig, die Schnüre aus dem Wasser rauszubringen, weil die Arbeit am nächsten Morgen ist wirklich schrecklich. Aber das ist uns hier an dieser Stelle möglich. Wie gesagt, die tiefen Löcher haben wir. Die Wälze auf dem Echolot habe ich auch ein paar gesehen und das Totholz ist auch da. Macht einen guten Eindruck. Wir spannen jetzt die zwei Ruten raus und dann checken wir die Karpfenruten nochmal. Die erste Nacht ist jetzt rum. Wir haben den ersten Waller gefangen, wie ihr sehen könnt. Hat alles super funktioniert, abgespannt, Schnur draußen, Biss kam, schönen Drill gehabt. Alles geil, wie man sich's vorstellt. Aber das war nicht alles für die Nacht. Bei mir liefen auch einfach direkt zwei Fische die Nacht. Es ist einfach unglaublich, dass wir gleich so ein Glück haben. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Aber ich denke, es ist auch einfach die perfekte Stelle. Dann das war auch noch nicht mal der einzige. Ich konnte noch einen kleinen auf Nuss fangen. Der größere ging auf einen Snowman. Ein Gorilla-Banana-Boilie mit einem pinken Poppy einfach drauf, ganz simpel. Und auf der anderen drei Tigernüsse. Ich habe auch noch nicht viel gefüttert. Ich habe einfach nur zwei, drei Kellen Mais, Tigernüsse und Boilies dazu. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Und der hier hat richtig krass gekämpft. Wirklich, das kann man nicht vergleichen mit einem Seefisch. Heute zeigt sich Italien von der schönsten Seite. Wir haben strahlenden Sonnenschein und dementsprechend sind wir gemoved. Wir haben uns diesmal eine Sandbank rausgesucht, weil wir einfach dieses Wetter genießen wollen, bevor es schlecht wird. Und wenn es schlecht wird, da sollten dann die Waller auch richtig abgehen, weil das Wasser steigt. Das hatte der Markus ja schon erwähnt. Und naja, wir haben uns gedacht, wir genießen jetzt einfach mal diesen Sand hier. Es ist mega weich, wir können hier barfuß rumlaufen. Uns geht es hier richtig gut, wir können die Sonne genießen und uns einfach nochmal stärken, bevor das Wetter schlecht wird. Natürlich angeln wir hier aber auch. Ich habe meine Karpfenrute, eine direkt an der Strömungskante, an 4 Metern Tiefe, um die aktiven Fische vielleicht zu fangen. Und die anderen beiden, also ich habe jetzt drei Ruten insgesamt, nochmal eine fertig gemacht. Und zwei Ruten habe ich in so einen strömungsberuhigten Bereich, da macht der Fluss so einen kleinen Arm weg. Und ja, da habe ich die reingelegt. Wenn die Fische da chillen, wir haben auch gerade die Laichzeit, vielleicht ziehen die da rein. Und ja, da verspreche ich mir einfach relativ viel, gerade für heute Nacht, dass die da reinziehen. Ich fische Tigernuss und wieder einfach Boilie, Snowman. Alles ein bisschen verschieden, um erstmal rauszufinden, wie es läuft. Die andere Route haben wir mit einer kleinen Basse in einem sehr strömungsberuhigten Bereich, eben in diesem Pool hinten, von dem der Marco vorhin erzählt hat, einfach auch abgespannt.
hängt so auf 1,50 Tiefe, Überbeißermontage, ist ein tieferer Bereich und wirklich komplett strömungsberuhigt. Weiß nicht, ob die da liegen, aber wenn, dann ärgern wir sie da auf jeden Fall und können da eventuell auch noch einen Biss generieren. Ui, aber richtig guter, ne? Richtig starkes Brett. Geil, ey. Gott, ist das befreiend. Krass. Boah, Junge. Schon einer der besseren, definitiv. Auf jeden Fall langsam rein. Komm, komm, komm. Ja! Bidri, Alter! Junge, ey, endlich hat sich die harte Arbeit auf jeden Fall endlich mal ausgezahlt, ey. Endlich sind wir von diesem Blanken erlöst. Wir hatten jetzt 2-3 richtig harte Tage. Hochwasser, das Wasser ist bestimmt um mindestens 2 Meter gestiegen und steigt noch weiter. Wir sind hier gerade auf einer Sandbank, in der wir in ein paar Stunden nicht mehr sein können. Der Gedanke ist schon einfach krass. Und ja, wir sind in so einen See gefahren. So eine Ausbuchtung, die in einem kleinen See endet, und da sollen die Karpfen wohl zum Laichen drin stehen. Und genau das haben wir auch gesehen. Wir haben die Karpfen Laichen sehen, aktiv die Route hin, nur eine Handvoll zercrushte Gorilla Banana Boilies drauf. 10 Minuten später, die zweite Route war gerade gelegen, läuft einfach der Fisch ab. Und das hier ist er. Was ein geiler Koffer. Man sieht richtig, wie der Bauch voll ist mit Laich. Wahnsinn, wirklich. Unglaublich, und gekämpft hat er trotzdem mega gut, obwohl er wahrscheinlich vom Laichen völlig außer Atem sein muss. Der Marco hat jetzt die Rute nochmal neu gelegt. Drillen dürfte ich den kleinen sportlichen Karpfen. Richtig schöner Flussdrill, wie man es sich vorstellt. Wir gehen hier langsam unter, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht. Deswegen werden wir jetzt nochmal moven und dann die Ruten auf Waller rausbringen.